Seit dem Frühjahr 2023 wurde durch die Bendorfer Wohnungsbau Solar GmbH, der Gesellschaft zur Förderung von Medizin, Bio- und Umwelttechnologien e.V., vertreten durch Dr. Krüger und Herrn Professor Dr. Andreas Siegert, eine Machbarkeitsstudie für ein regionales biogenes Energiezentrum durchgeführt. Diese sollte nun am 25. September im Kulturhaus Bendorf der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Dazu begrüßte der Geschäftsführer der Bendorfer Wohnungsbau Solar GmbH, Gerhard Blume, die Anwesenden. Heute werden wir von Herrn Dr. Klaus Krüger und Dr. Andreas Siegert nachher teilen sich die Präsentation und nutzen die Möglichkeit auch zu fragen. Die Machbarkeitsstudie habe ich hier. Frau Herzog-Bewerti, der erste übergeben, die können Sie dann mitnehmen. Heute schon mal, wer sie dann noch haben möchte, der bitte wird man dann per E-Mail zusenden. Das sind 104 oder 105 Seiten, ist doch allerhand für eine ordentliche Nachtlektüre ist dann gesorgt, finde ich. Ja, was war, um was ging es? Ich will es nicht vorlesen, ich denke, ihr seid alle des Lesens mächtig. Aber noch eins, haben wir uns vergessen. Also für mich ist das heute die letzte offizielle Geschichte hier an dieser Stelle als Geschäftsführer. Der Neue sitzt da, Andreas Tomaschek, der wird ab 1.10. übernehmen. Ich bin morgen übermorgen dann noch da, unter unterfolgigen Urlaub. Vor ein paar Tagen, also ihr könnt euch dann auch freiwillig an Andreas wenden. Aber ich habe ihm versprochen, dass ich noch ein bisschen zur Seite stehe in der Frage der Entwicklung dieses Projektes. Nach dieser wichtigen Ankündigung war es nun an Herrn Dr. Krüger und im Anschluss Professor Dr. Siegert die Machbarkeitsstudie vorzustellen. Ziel des regionalen biogenen Energiezentrums ist es dabei, biogene Reststoffe und metallbelastete Energiepflanzen aus dem Umkreis von etwa 30 Kilometern ökonomisch und ökologisch sinnvoll zu verwerten. Dazu soll eine Anlage im Gewerbegebiet Helbra errichtet werden, wo diese Reststoffe zu Dünger, Biokraftstoff oder Aktivkohle verarbeitet werden, beziehungsweise Energie erzeugt wird. Eine Möglichkeit für Unternehmen, Wohnungsverwaltungen oder auch andere Partner, ihre Reststoffe sinnvoll loszuwerden, und außerdem können belastete Ackerflächen so rekultiviert werden. Die Machbarkeitsstudie zeige, dass dieses Projekt die Regionalentwicklung fördere, weitere Ansiedlungen begünstige und die regionale und nationale Nachhaltigkeit erhöht. Auch konnte bejaht werden, dass ausreichend Ausgangsmaterial in der Region vorhanden ist. Im Ergebnis bedeutet dieses Regionalenergiezentrum preiswerte und witterungsunabhängige Energie für die Bevölkerung und eine Senkung der Entsorgungskosten für Unternehmen. In einer anschließenden Diskussion wurden noch verschiedene Aspekte und Meinungen ausgetauscht, aber insgesamt fand dieses Projekt große Zustimmung. Nach jetzigem Stand könne im ersten Quartal 2025 der Fördermittelantrag für die Umsetzung des regionalen biogenen Energiezentrums gestellt werden.